Schaut mal, ein freudiger Zufallsfund. Es geht jetzt nicht um den schwarzen Nachtschatten, ja, was ein Nachtschattengewächs ist. Aber das ist auch super, dass ich den nochmal sehe da. Also da kann ich euch ein Wuchs-Update geben, weil den, ja, den habe ich ja schon ziemlich bald herzagt. Da war noch relativ kleine Pflanzen. Ja, so schaut es aus. Nochmal dazu gesagt, diese Tomatenfrüchte sozusagen kann man nicht essen und doch essen. Also da wird gestritten. Es gibt Länder, wo es eine Verwendungskultur gibt. Ich koste ja immer wieder, aber um das geht es mir jetzt gar nicht. Also eigentlich ist es ein Video für Tierisches und Co. Weil, erst mal schauen, also das ist einer meiner, da wird es wieder scharf, meiner Wildspielplätze. Na, wissen wir, ja, also da der 60-zählige Kerndl. Und neben dem schwarzen Nachtschatten, da zeige ich euch nochmal die Blüten, wächst nämlich ein anderes Nachtschattengewächs. Ja, Blüten vom schwarzen Nachtschatten. Und da, Zufall, Blüten vom Nachtschatten, aber von den, was wir ganz gern essen. Schaut, was ich da in der freien Wildbahn gefunden habe. Ja, Cocktailtomaten. Lecker. Aber seht ihr, ähnlicher Aufbau. Also die Blüte ähnelt sich, also Nachtschatten, und auch die Frucht ähnelt sich. Ja, ein bisschen Fruchtfleisch und einen Haufen Samen. Ja, also das wollte ich nur herzeigen, weil ja, also habe ich so auch noch nie gefunden, dass ich praktisch beim Wildkräuter Videos machen, dann auch gleich noch so eine Supermarktfruchtbeigabe gekriegt habe. Also, ja, ich sage jetzt nicht, ja, euer Mahlzeit, und ich wünsche euch, dass ihr auch sowas findet. Aber ihr findet jetzt draußen sowas wie einen schwarzen Nachtschatten, und da müssen wir eigentlich die Finger davon lassen. Obwohl, es ist ja nicht uninteressant, also gefällt mir immer wieder. Mahlzeit.